Novena zur heiligen Mutter Teresa, achter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, deines Unseligen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Achter Tag. Jesus machte sich selbst zum Brot des Lebens und zum Hungernden. Er bewies uns seine Liebe, indem er sein eigenes Leben hingab. Seine eigene Existenz. Er, der reich war, wurde arm für dich und für mich. Er starb, er gab sich selbst und gar hin, ganz und gar hin. Er starb am Kreuz. Aber bevor er starb, machte er sich zum Brot des Lebens, um unseren Hunger nach Liebe, nach ihm zu stillen. Er sagte: Wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, könnt ihr nicht das ewige Leben haben. Und die Größe dieser Liebe Jesu machte ihn zum Hungernden. Und er sagte: Denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Und bevor ihr mir nicht zu essen gebt, könnt ihr nicht in das ewige Leben eingehen. Das ist die Gabe Christi. Und heute liebt Gott die Welt weiterhin. Er sendet dich und mich weiterhin aus, um zu beweisen, dass er die Welt liebt, dass er immer noch dieses Mitleid für die Welt von heute empfindet. Wir sind es, die seine Liebe, sein Mitleid in der Welt von heute sein müssen. Aber um lieben zu können, müssen wir Glauben haben. Glaube in Aktion ist Liebe und Liebe in Aktion ist Dienst. Das ist der Grund, warum Jesus sich selbst zum Brot des Lebens machte. Damit wir in der Lage sein können, zu essen und zu leben. Und in der Lage sein können, ihn in den erschütternden Gestalt der Armen zu sehnen. Unser Leben muss durchwirkt werden von der Eucharistie. Von Jesus in der Eucharistie lernen wir, wie sehr Gott danach dürstet, uns zu lieben und wie sehr es ihm nach unserer Liebe dürstet und nach der antwortenden Liebe der Seelen. Von Jesus in der Eucharistie erhalten wir das Licht und die Kraft, seinen Durst zu stillen. Gedanke für den Tag. Glaube, dass er, Jesus, wahrhaft gegenwärtig ist, unter der Gestalt des Brotes,
und dass er, Jesus, ebenso gegenwärtig ist im Hungernden, im Nackten, im Kranken, im Einsamen, im Ungeliebten, im Obdachlosen, im Hilflosen und im Hoffnungslosen. Bitte um die Gnade, Jesus im Brot des Lebens zu erkennen und ihm in der erschütternden Gestalt der Armen zu dienen. Wir beten das Gebet zur seligen Therese. Tägliches Gebet der Novena. Heilige Therese von Kalkutta, du hast dich so vollkommen der durstenden Liebe Jesu am Kreuz ausgeliefert, dass sie in dir zur lebendigen Flamme wurde. So wurdest du für uns alle zu einem Licht seiner Liebe. Selige Therese von Kalkutta, erbitte mir vom Herzen Jesu, bring nun deine Anliegen vor. Lehre mich, dein ganzes Sein und Leben vollständig von Jesus durchdringen und in Besitz nehmen zu lassen. Damit auch durch mein Leben sein Licht und seine Liebe auf andere Menschen ausstrahlen können. Amen. Unbeflecktes Herz, Maria, Ursache unserer Freude, bitte für uns. Selige Therese von Kalkutta, bitte für uns. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib. Wir beten den Liebesflammenrosenkranz zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette
uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.